Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer kleinen Information vor dem eigentlichen Video. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir uns jetzt gerade eben hier im Titelbildschirm befinden. Das liegt daran, dass diese und die nächste Folge, beziehungsweise diese und die vorherige Folge, ich benutze jetzt hier diese Aufnahme für beides, ja, die habe ich leider zu früh released, weil ich anscheinend zu dusselig war, um das richtige Datum einzustellen. Deswegen muss ich das Ganze re-uploaden und habe jetzt sozusagen jetzt hier diese Information vorne weggelegt. Das heißt, ein paar von euch haben diese Folge vielleicht schon gesehen. Das ist, das könnt ihr euch, ja, an der Nummer des letzten Endes, die ihr euch hoffentlich gemerkt habt, müsste Folge 12 und 13 sein, ja, vielleicht noch erinnern. Auf jeden Fall ist hier quasi nochmal dieselbe Folge wie von ein paar Wochen zu sehen. Ich wünsche euch trotzdem gute Unterhaltung, auch denen, die sie vielleicht schon gesehen haben. Wie gesagt, war mein Fehler. Ich möchte mich dafür entschuldigen, ich hoffe, es kommt nicht wieder vor. Und jetzt viel Spaß bei der eigentlichen Folge. Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark mit mir, dem Mr. Merp. Wir werden jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz ein bisschen sitzen und Zeit vergehen lassen. Denn wenn wir zum Wolfsberg gehen, so, was wir auch definitiv tun werden, da will ich natürlich auch noch ein bisschen Lebenspunkte haben. Wir trinken jetzt nochmal was. Und dann schlafen wir nochmal 4 Stunden. Okay, 4 Stunden hat er nicht gemacht. Er hat nur noch ein bisschen geschlafen. Aber, das hat soweit funktioniert. Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. So, wie sieht's aus? Die Dinger hier trocknen hier schön. Das ist verdammt gut. Ich werfe jetzt mal hier Wasser ab. Vor allem das schlechte Wasser. Das stelle ich alles, was noch nicht fertig ist, kommt hier hin. Was haben wir denn sonst noch dabei? Das Werkzeug brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt, ne? Kann ich auch erstmal hier ablegen. Ist alles nur Gewicht, das man so mit sich rumschleppt. Völlig ohne Sinn. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Okay. Schauen wir mal nach außen. Ah. Bei Nebel bin ich jetzt davon nicht so begeistert. Nee, echt nicht. Ich gehe nochmal in den Keller und mache nochmal ein bisschen Holz. Ich möchte schon was sehen können. Ist hoffentlich nachvollziehbar. Moment, versteckt sich eigentlich dahinter wieder irgendwie ein Goodie? Nein, versteckt es sich nicht. Da brauche ich den Hammer für. Wir müssen halt schon zusehen, dass es an einem schönen Tag ist. Beziehungsweise zu einer schönen Zeit. Wie lange haben wir dafür gebraucht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, 2 Stunden stand dran, ne? War da was? Ach, ein leerer Behälter. So, jetzt gucken wir mal nach draußen, weil 2 Minuten haben wir bestimmt nicht gebraucht. Das waren tendenziell eher 2 Stunden zum Auseinandernehmen. So hungry in my life. Nö, verdammt. Immer noch neblig. Damit kann man nicht arbeiten. Kann ich irgendetwas noch zerlegen? Eine Kiste vielleicht. 1 Stunde. Auch 1 Stunde. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Wir müssen auf jeden Fall gleich was trinken. Na also. Da vorne läuft der Bär rum. Ja.
Okay, aber wir sind jetzt erstmal hier drin. Das heißt, der Bär kann uns gerade nichts. Ich lege hier Holz ab. Wir brauchen jetzt nicht tonnenweise Holz mit uns rumschleppen. Vor allem nicht 4,5 Kilo. Uns reichen 6. 1,5 Kilo Holz reichen ewig. So, Knabberino. Trinken. Und dann gehen wir jetzt hinten raus, Richtung Wolfsberg. Und ich hoffe einfach, dass wir ihn erreichen. Auf jeden Fall. Durfte der Bär. Oh, da drüben hat es Wölfe. Bär. Wölfe. Und das ist das, was ich am Anfang mal erzählt habe. Na, da sind dann gleich drei oder vier an der Stelle. Halleluja. Willkommen zu ihrem Tod. Da drüben schleicht er rum. Oh, deswegen gehen wir jetzt auch in diese Richtung, aber normalerweise heißt das ja für dieses Spiel, wenn da drüben jetzt die mega vielen Wölfe sind, dann sollte man annehmen, dass woanders weniger oder gar keine sind. Und ich stelle mir natürlich immer noch die Frage, ob es Bunker gibt. Also die Spawn-Bunker, ne? Die so random spawnen. Und ob da dann auch einigermaßen Goodies drin sein können. Das ist noch ein Stöckili, das nehme ich mit. Dreiundsiebzig Kalorien. Und bösartige Minustemperaturen. Ich hab mich gerade voll erschreckt, weil er so anfängt zu schnaufen. Okay, sind wir wieder hier. Diese Stelle kennen wir ja noch. Unser großes, tolles Wolfsversteck, als wir da geflohen waren, ne? Ich gehe jetzt absichtlich in die Richtung, wie ich gerade laufe, weil ich vorhabe, noch wo vorbeizuschauen auf dem Weg nach oben. Ah, wobei die Temperatur so heftig droppt, dass es schon gar keinen Spaß mehr macht. Wir müssen fast irgendwo nochmal einen Zwischenhalt machen, aber dann ist es ja eigentlich ganz, ganz gut, dass ich da jetzt hingehe, wo ich hingehe. Na komm. Da vorne um die Ecke und dann können wir uns eigentlich auch schon wieder aufwärmen. Da ist ja dann die Feuertonne bei dem, bei diesen Treepwood-Dingens da halt. Ich hab den Namen vergessen. Außerdem liegt da ja, glaube ich, auch nochmal ein Reh rum. Genauso wie da übrigens. Aber das ist momentan nicht mein Ziel. Ich beeil mich mal. Wenn wir zu viel Condition verlieren, brauchen wir es gar nicht erst wieder versuchen hochzugehen. Ist gerade eben echt schwierig, die Condition wieder hochzubekommen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal so richtig, woran das liegt. So, jetzt vorsichtig sein. Hier gammelt ja manchmal auch ein Wolf rum. Da drüben sehe ich ihn aber gerade nicht. Und hier will ich hin. Hier will ich sein, hier bin ich Mensch, das finde ich fein. Ja, ich weiß, dass du frierst. Feuerholz! Den will ich auftauen. Ah, schade, da ist nix. So, hinsitzen. Feuer machen.
letztes Buch verbrauchen. Das ist doch hoffentlich ein Hirsch, der da rumläuft. Habt ihr das gerade eben gehört? Oh, oh, oh. Fire's life out here. Jetzt hören wir auf jeden Fall mal einen Wolf. So, 2 Stunden 41, Kaffee einwerfen, gegen die Unterkühlung arbeiten. Gut. Das ist irgend so ein random Kaffee, der immer wieder mal derjenige ist, der uns jetzt hier rettet. So, ich möchte jetzt definitiv keine Prozente verlieren. Ich esse so viel, bis ich hier bei 15 bin. So. 83% gefroren. Wir schauen uns kurz mal hier um. Ach, wie geil. Ein Survival-Buch. Und da liegt sogar nochmal Holz rum. Das ist hilfreich. ...80% gefroren. Also wenn es in der Nähe hier ja einen Bunker gäbe, also es gäbe hier einen, dann müsste er ja irgendwo in der Nähe sein. So rum wollte ich das sagen. Merp verklausuliert mal wieder seine Worte. Sehr, sehr interessant. Wir haben ein bisschen Zeit, auch zum Aufwärmen. Ich glaube, ich lese tatsächlich eine Stunde lang ein Buch. Die Wildnisküche, oder was haben wir noch? Das da vielleicht. Das machen wir. So, sehr gut. 22% gefroren. Lesen wir so gleich nochmal eine Stunde. So, nur noch 2 Stunden 37. Ich nehme jetzt mal das Fleisch erstmal runter. Das können wir. Ach, scheiße, wir schaffen es nicht. Es wird schon dunkel. Na, ja, wir schaffen es nicht. I need to find food. Wir essen jetzt auch gleich was. Und wir müssen sowieso wieder zurückkehren. Es wird dunkel. Wir schaffen das heute nicht. Das ärgert mich, aber ist nicht zu ändern. Naja, immerhin bekommen wir mal wieder ein bisschen Fleisch, ne? Bringt uns ja auch ein bisschen Zeit. Moment, wie lange haben wir noch? 1 Stunde 31. Ich möchte nicht, dass das aufhört. Solange ich hier dran sitze. Oh, schon wieder dunkel. Wie viele... ich brauche noch ein paar Stöckelis. Stöckeli? Stöckelis wären jetzt toll. Warum finde ich jetzt kein Stöckeli? Weil sie hier sind. Irgendwie. Wie viele Stöcke habe ich? 13. Ich brauche genau 2. 10 Minuten zerbrechen, kriegen wir hin. So, ich mache nämlich jetzt was. Wir werden hier nächtigen. Ich
Kann ich das hier drin bauen? Ne, kann ich nicht. Scheinbar kann ich das generell nirgendwo drin bauen. Bauen. Jawohl. Gehen wir da jetzt rein. Verwenden. Tja, jetzt sind wir hier drin. 1 Grad gefühlt. Ich hoffe, wir erfrieren hier draußen nicht. Ich esse nochmal was. Ich hoffe echt, dass wir nicht erfrieren. Wie schaut's? Hungrig sind wir sehr. Gehen wir auf 10 runter. Und 1 noch. Sind wir über 1000? Wir haben immer noch 1 Grad. Moment. Schlafen. Ich hoffe echt, dass wir aufwachen, bevor wir irgendwie sterben oder so ein Scheiß, ne? Jetzt haben wir minus 8 Grad. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so toll. Minus 9. Scheiße. Wir können hier nicht bleiben. Wir können hier nicht bleiben. Ach, schon wieder rennen wir nachts rum. Boah, das ging aber schnell. Der pure Wahnsinn. Goddamn freezing. Ja? Oh Gott. Eieiei. Ich muss mich jetzt an den Weg halten. Wenn ich jetzt vom Weg abweiche, habe ich mich total verlaufen. Da ist der Weg. Seht ihr, was ich meine? Das mit dem Verlaufen geht jetzt echt schnell. Und uns geht das Essen aus. Verflixt und zugenäht. Ich hätte nicht diesen Abstecher machen sollen. Der hat so viel Zeit gekostet. Zu viel. Der hat zu viel Zeit gekostet. Da ist die Hütte. Oh, und die Prozente, die wir gewonnen haben, verlieren wir auch gleich wieder. Verdammt. Oh Gott, oh Gott. Ich bin schon wieder so mega konzentriert und angespannt. Nachts im Schneesturm umherirren. Super Plan. Kann nur gesund sein. Haha. So, Moment. Wo sind wir? Ha, gute Frage. Wenn ich das wüsste, müsste ich nicht fragen. Sechs. 60%. Das größte Problem ist halt, du findest nicht mal einen Schlafsack, ne? Du kannst nirgendwo mal einen Zwischenstopp machen.
glaube, ich bin schon relativ nah, wo ich hin will. Tja. Aber glauben heißt bekanntlich nicht wissen, ne? Idyllisches Tal Bauernhof. Ach, ist er das? Jawohl! Hahaha! Und wieder einmal haben wir es zurückgeschafft. Oh Mann! Oh Mann! Bin ich glücklich gerade eben, Leute. So, da geht's doch jetzt irgendwie hoch, ne? Ich will nur ein Bett. Ich will nur ein Bett. Wo bin ich? Ein Vorhang. Ach, da ist das Kinderbett. Da ist ein Bett. Wow. Ich hab's auch sogar noch hoch geschafft. Okay, wir müssen was essen. Meine Fresse. Ich glaube, jetzt schlafen wir einfach eine Runde. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.